Hallo und herzlich willkommen in Nax Ramas. Wir machen weiter mit den heroischen Abenteuern und kommen zum Boss Nummer 5 oder der zweite im Seuchenviertel, dem guten alten Haigan, der Unreine. Haigan hat mir eine Nachricht geschickt. Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Karten ausspielt. Na, damit wird er wahrscheinlich nicht rechnen können, aber ja, wir probieren es mal. Wir nehmen da dafür unser neues Deck Heilgalli. Okay, mir ist kein Blöderer mehr eingefallen. Es ist ein Deck, ihr seid an der linken Seite, wo ich sehr, sehr stark darauf geachtet habe, dass wir ja halt eben gegen seine Angriffe überleben können, die seine drei Schaden, die er jedes Mal ausspielt, eigentlich überleben können. Und gleichzeitig halt eben noch genügend Möglichkeiten, um seine Diener halt eben wieder wegzumachen. Gut, starten sieht gut aus, die behalten wir gleich mal und dann können wir da damit starten. Der Leerrufe ist recht eklig, weil er sich eigentlich fast immer wieder selber herruft. Und ja, seine Eruption spielt er eigentlich fast jedes Mal, weil sie kostet ihn ja eh keinen Mana mehr. Gut, Todesstretros spielt er. Ist natürlich schön, weil damit kann er, ja, wenn wir ihn entfernen, macht er halt eben auch drei Schaden auf sich drauf. Gut, und wir entfernen gleich mal in der ersten Runde ihn und er spielt gleich den nächsten. Na gut, somit können wir ihm zumindest mal Karten absaugen. Das hat einen zweiten Vorteil, aber ist natürlich für uns auch eine wastete Karte. Oh, das ist schön. Wir bekommen einen zusätzlichen Mana-Kristall. Was bedeutet, wir können probieren, ob wir ihn jetzt wegkriegen. Ich setze einen zweiten Shadowbox noch. Und er spielt ihn gleich nochmal. Na gut, in Heroisch fällt man halt am Anfang stark im Leben. Damit müssen wir rechnen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unser Lichtbrunnen überlebt. Da kommen die drei Schaden. Er kennt, das ist ein gutes Zeichen. Und spielt einen Lehrwandler, um nochmal diese Karte zum Spielen. Okay. Ja, Lichtbrunnen, das war's dann mit. Wir liegen wieder ein bisschen hinten. Einer der besten Tanks im Moment gerade, wie ich finde. Der Schluckspucker. Weil er einfach zweimal tanken kann. Und der Gegner jetzt im Prinzip hier jetzt, ja, er muss jetzt sehr, sehr viel investieren, um diese Karte hier einfach wegzukriegen. Und zwar drei Fähigkeiten, einmal, zweimal und um den jetzt auch noch wegzukriegen, den nächsten hier. Und fällt damit jetzt halt eben auch recht schön. Und das können wir jetzt natürlich schön nutzen, indem wir hier unsere heilige Nova spielen. Und schon mal schön was wegziehen und wie wir sehen, hat er keine Dämonen mehr auf der Hand. Den kriegen wir noch mit Smite weg. Und somit liegt nur noch ein kleiner Gegner bei ihm auf der Hand. Und ihm gehen langsam die Karten aus. Das ist schön. Dadurch, dass wir keine Karten haben, nehmen unsere auch keinen Schaden. Und wir spielen das Ganze sehr, sehr, sehr trocken. Okay, alle haben zwei. Die perfekte Möglichkeit, um noch eine Nova zum Spielen. Die hauen wir rein. Und einmal. Und nutzen das Ganze hier, um uns noch ein bisschen zum Heilen. Und damit steht es schon 35 für ihn, 15 für uns. Und seine Eruption geht wieder ins Nichts. Okay, den müssen wir natürlich wegnehmen, haben aber hierfür natürlich unser Schatten noch tot. Damit kriegen wir die Großen weg und spielen noch unseren Berserker, der sich buffen lässt, wenn er jetzt seine Eruption spielt. Eine sehr schöne Variante. Okay, er überlebt es nicht. Schade, Mist. Aber jetzt hat er natürlich gar keine Karten mehr. Und wir haben die nächste. Der Steinhaut-Gargoyle ist natürlich sehr, sehr schön für diese Runde. Weil, ja, seine Eruption überlebt er natürlich schön. Deswegen stelle ich ihn ganz auf die linke Seite. Ich hätte auch den Berserker hinstellen können. Allerdings wäre dann das Problem gewesen,
Ja, ich hätte ihn jeweils immer heilen müssen. Aber der Steinhaut-Gargoyle sorgt dafür, dass wir jetzt im Prinzip wie ein Jones, beziehungsweise wie ein Netpegel halt eben jede Runde halt eben eine zusätzliche Karte ziehen können, wenn wir die Eruption da drauf bekommen. Gut, wir setzen ihn hoch auf eine 7. Er bekommt noch eine Heilung, damit wir eine Karte ziehen. Bekommen noch eine Lichtbrut. Setzen hier das noch drauf, um ihn abzusichern. Sofort. Und können auch noch die Lichtbrut, nachdem wir alles ins Gesicht geschickt haben. Ja, könnten wir noch spielen, müssen wir aber nicht. So, er spielt wieder seine blöde Bestie. Macht natürlich nichts, weil wir bekommen hier trotzdem mit unseren Gargoyle wieder vollgehauen. Und unser Berserker wird dadurch natürlich schön auch hochgesetzt. Einmal, zweimal, da kommen schon 10 Schaden und wir sind auf der Gewinnstraße. Ihn können wir noch ein bisschen heilen, damit er auch noch nächste Runde schön überlebt. Bekommen eine Stille da dafür. Und weil wir wissen, dann bekommen wir auch den 4-4er noch in der nächsten Runde. Setzen wir ihn ein. Und ja, jetzt haben die Karte noch ab. Ja, komm, sichern wir noch ab. Aber das Match ist eigentlich so gut wie gewonnen. Also so, jetzt müsst schon mit all komischen Sachen umgehen. Er schenkt uns einen 4-4er. Das ist schön, danke schön. Will unsere Priesterin zerstören. Und jetzt haben wir eigentlich gewonnen und können ihm wirklich alles schön ins Gesicht reinhauen. Spielen allerdings noch die Lichtbrut, weil wir es können. Und alles geht ins Gesicht. 2 und er ist weg. Also ihr seht, Haigan ist ja auch im Heroischen gar kein so großartiger Gegner. Ihr braucht ihn einfach Deck und wenn man den anfängt. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man den Anfangsteil überlebt, dann sollte es eigentlich keine große Schwierigkeit sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Like bzw. Abonnement. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was man noch anders machen könnte, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde hier in Naxxramas und dann geht's zum Endgegner Loatep. Bis gleich. Hearthstone, Heroes of Warcraft.